Ich habe euch heute ein Buch mit Gedichten mitgebracht. Resilienzpoesie. Also es geht dabei eigentlich darum, quasi sich resilient auch über die Gedichte zu machen und inspirieren zu lassen. Und in diesen Zeiten der vielen Krisen in der Welt halte ich das doch für relevant. Es kam, glaube ich, zur Zeit von dem Covid raus und auch da quasi in einer großen Krise. Aber heute haben wir viele andere kriegerische Krisen in der Welt und da wollte ich auf das Buch nochmal hinweisen. Das ist auch Deutsch-Englisch. Also sollte ich jetzt das Buch nochmal in Englisch vorstellen, damit es für die Englischsprachigen auch relevant dann als Video. Könnte sein, ja. Also das Buch ist Resilience Poetry in these times of crisis. In all the world, I regard it as relevant to mention it, that you can achieve your resiliency through these poems, maybe. And as it is in German English, and so I would try with my poor English to explain you a little bit about the book and show it to you. And there is poems about many how you deal with loss or with a crisis. I will read you one of these poems. When you left, when breath ceased to take you as its home, when your spirit took off, part of me left too. A vast solitude, my orphaned home. Love, transcendent, risen voice, singing beauty, choral divine. That is like one of these poems from Margot Fuchs-Knill. In English language, there is poems in English language and German language in this book that you can order from anywhere in the world. And may it help you to resolve in your personal crisis situation and to achieve resilience.